Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Captain Toad Treasure Tracker. Weiter geht es hier bei diesem wunderbaren Spiel mit Level 6 aus Episode 2, Floßfahrt am Bergpass mit Toadette. So, eine Floßfahrt. Okay, ja, da unten ist schon das Floß und ich behaupte mal, das bewegt sich dann hier rüber zu den Hammerbrüdern. Da habe ich so ein bisschen Schiss und ich möchte erstmal hier hingehen, weil hier sind ein paar Münzen. Da sind auch noch Münzen. Die kann ich wahrscheinlich mit einer Rübe bekommen. Da sind noch Powerblöcke, okay. Also ich habe da zwei Rüben zur Verfügung und ich will mit einer Rübe die Münzen treffen und mit der anderen die Powerblöcke. Sehe ich das richtig? Ja, dann mal los. Okay. Und zack. Ich könnte natürlich auch die... Ah, ja, ich habe unendlich viele. Ah. Oder habe ich wirklich unendlich viele? Ja, habe ich. Okay, sehr gut. Das ist schön. Das gefällt mir. Runterfallen darf ich nicht, sonst bin ich tot. Das zeigt mir der Totenschädel da an. Ist hier was anderes drin? Nein, okay. In beiden sind einfach nur Rüben drin. Kann ich das Feuer eigentlich löschen? Nein, okay. So, zack. Nein, nicht getroffen. Ich bin so schlecht. Jetzt aber warm. Und dadurch kann ich hier entlang. Will ich hier hin? Ich glaube schon mal, hier ist ein Edelstein. Ja, will ich. Okay. So, Münze. Und mehr Münzen. Münzen, 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 Münzen. Gut. Das war der erste. Okay, alles klar. Das ist schon mal eine ganz coole Idee eigentlich. Auf dem Floß durch die Gegend fahren, die Gegner abwerfen und selber nicht getroffen werden. Das hat mir schon mal ganz gut gefallen. So, hier ist ein Pilz. Okay. Warum habe ich jetzt das überhaupt hochziehen müssen? Gab es da einen Sinn dafür? Keine Ahnung. Anscheinend nicht. So, mehr Powerblöcke. Die ich noch nicht kaputt machen kann. Aber jetzt. Okay. Das musste ja eigentlich so sein, dass hier eine Rübe drin ist. Und dadurch kommen wir irgendwo hin. Nämlich wahrscheinlich zum zweiten Edelstein, den der Typ da hat. Ach, hier sind zwei gleich von denen, okay. Da kommen wir her. Bam. Und der hat einen Edelstein, ja. Der andere hat vielleicht einen Hammer. Oder eine Axt. Oder nicht Axt, eine... Ja, wie heißt denn das Ding eigentlich? Keine Ahnung. Eine Pickaxe oder so, ich weiß nicht. Hat er auf jeden Fall. Und dann können wir hier einige Münzen mitnehmen. Sehr schön. Alle leer geräumt. Perfekt. 169 Münzen jetzt schon. Nice. So, was ist hier noch? Mehr Rüben? Ja, okay. Und es gibt anscheinend noch einen zweiten Teil zu der Floßfahrt. Ich weiß jetzt nicht, ob mir das gefallen soll. Aus diesen roten Dingern, da kommen wahrscheinlich gleich Kanonen oder sowas rausgeschossen. Ah, ne, Kugel will ich. Ich sehe schon. Die haben wahrscheinlich Zielsuchfunktion. Ja, haben sie. Na toll. Das wird ja jetzt witzig. Also ich muss die ganze Zeit abwerfen. Und ich muss natürlich auch den Powerblock treffen, weil dahinter ein Edelstein war. Das habe ich schon gesehen. Ja, verdammt mal. Jetzt habe ich ein Problem. Ach, die gehen kaputt an meinem... Ne, gehen sie doch nicht. Warum ist der gerade an meinem Floß kaputt gegangen? Nein! Komm her. Puh. Oh Gott. Ja, da musste ich mich jetzt treffen lassen. Da konnte ich nicht mehr entfliehen. Aber lieber lasse ich mich treffen, als dass ich den Edelstein nicht bekomme. Oh Gott, ist das ein Nervenkitzel hier. So, geh weg. Kommt noch einer? Ja. Stirb. Nein! Ja, geh einfach auf die Leiter, okay. Puh. Schon mal ein ziemlicher Stress hier in dem Level, aber wir müssen es jetzt eigentlich gleich geschafft haben. Wehe, wenn jetzt noch irgendwas Fieses kommt und ich sterb noch. Nee, sieht safe aus, vielleicht. Ja, okay. Und ist das noch ein Gang da hinter dem Stern, den ich jetzt übersehen habe? Oder so? Keinen Schaden erlitten, ja, ihr seid witzig. Puh, okay. Das ist, glaube ich, das erste Mal eine Bonusmission, oder? Dass man keinen Schaden nehmen darf. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass das schon mal dran kam. Und wenn, dann erst ein weiteres Mal. Also das kommt tatsächlich relativ selten, dass man keinen Schaden nehmen darf. Aber bisher waren ja auch in den Leveln meistens nicht ultra viele Gegner und auch nicht wirklich schwierige Gegner. Aber hier haben wir es jetzt halt mit Hammerbrüdern und mit Kugelwillis mit Zielsuchfunktion zu tun. Also die Klasse der Gegner in diesem Level ist schon eine ganz andere. Das auf jeden Fall. Und bam. Okay, perfekt. Hier immer die Powerblöcke benutzen, um den Hammerbruder zu besiegen am besten. Aber eigentlich müssten wir es jetzt im zweiten Versuch hinbekommen. Denn ich wurde ja gerade eben nur getroffen wegen dem Edelstein. Weil ich halt... Ja, ich wollte halt den Edelstein kriegen und dann musste ich mich halt dann dafür treffen lassen. Aber jetzt muss ich den ja nicht mehr kriegen, deswegen... Müssen wir das eigentlich schaffen? Wir müssen halt immer treffen. Also, wenn ich einmal verschiele und nicht treffe, dann könnten wir schon enorme Probleme bekommen. Ich weiß nicht, ob wir das dann noch schaffen werden, da irgendwie auszuweichen und dann nochmal eine neue Rübe rauszuziehen und den dann nochmal abzuwerfen. Bin ich mir nicht sicher. Deswegen sollte jeder Schuss oder jeder Wurf sitzen.
Bisher ist das aber der Fall. Okay, einer müsste noch rauskommen und dann können wir eh schon auf die Leiter. Ne, jetzt kommt er nicht mehr. Okay, also sobald man mal diesen Punkt hier überschritten hat, kommt eh gar kein neuer mehr raus. Okay. Puh, und jetzt möchte ich noch kurz überprüfen, ob hinter dem Stern wirklich noch ein Durchgang ist oder ob das nur so aussieht. Ich komme da gar nicht hin. Ah, hier ist ein Pixel-Luigi, cool. Mir ist auch schon mal, wie witzig. Ja, mir ist auch schon mal aufgefallen, das ist mir erst nach der Aufnahme aufgefallen, dass in Level, was war das, Level 5 oder Level 6 oder so, das mit diesem, mit den ganzen Shy Guys, dieses Shy Guy-Labyrinth-Garten-Gedöns, dass da ganz am Ende auch ein Pixel-Luigi war. Also die scheinen hier auch öfter mal versteckt zu sein. Also in den Leveln kann man wohl entweder nach den Plakaten Ausschau halten von dem Vogel oder nach Pixel-Luigis. Finde ich voll cool sowas immer. Das bringt einem zwar nichts, aber das ist nicht so schlimm, weil das ist einfach ein tolles Detail. So, und hier müssen wir wieder verschieben. Ich kann mir jetzt schon denken, was die Bonusaufgabe ist. Verschiebe nur maximal 4-mal die Steine oder irgendwie so. Okay, also ich kann die rein- und rausschieben, die Dinger. Und ich kann 3 von denen. Also den kann ich rein- und rausschieben und den hier. Wo die Kugel will, ist draufstehen. Das ist auch schon mal ziemlich interessant. So, da rechts ist ein Rausziehding ins Kirchen. Mit vielleicht einem Edelstein. Ja, oder eher nicht, weil hier sind gleich 2 auf einmal. Okay, an den komme ich so hin und an den anderen muss ich von oben runterfallen? Nee. Wie komme ich denn an den anderen ran? Weiß ich nicht. Ich hole mir jetzt erstmal den einen, weil der ist deutlich einfacher zu kriegen. Und ich sollte hier sowas machen, damit ich auf der Seite safe bin. So, und jetzt hier durchlaufen. Hier unten erstmal hin. Ja, ist nicht einfach. Jetzt hoch. Aktivieren und den Edelstein. Okay. So, und wieder zurück auf die andere Seite. Kann ich eigentlich auch runtergeschubst werden? Achso, nee, kann ich nicht. Es geht nicht bis ganz nach unten. Okay. Achso, hier ist eine Rübe drin. Nee, doch nicht. Verdammt. Ich dachte jetzt, da ist eine Rübe drin und da muss ich jetzt den Edelstein abwerfen. Wie komme ich zu dem hin? Das ist halt jetzt die Frage. Oder ist hier eine drin? Achso, da komme ich nicht hin. Und wo ist der dritte Edelstein? Also so viele Fragen, so wenig Antworten schon wieder. Erstmal jetzt den wieder hierhin verschieben. Dann hier hoch. Oh Gott, das wird jetzt auch riskant. Hey, wie wird das denn funktionieren überhaupt? Also ich finde das Level noch bisher ziemlich kompliziert irgendwie. Und hier ist... Achso, hier ist der dritte drin, okay. Ja, okay. So, wie komme ich jetzt zu dem hier? Muss ich gerade echt sagen, da bin ich gerade so ein bisschen... ratlos. Ach so. Ah. Okay, ich hab's gesehen. Verdammt nochmal, genauer umschauen. Wie oft denn noch? Genauer umschauen. So, erstmal hier hin. Nee, hier runter will ich, denn hier ist ein Durchgang. Ja. Ich kann hier rein, den wieder nach hier verschieben und dann komme ich hier hin. Wow. Richtig fies. Richtig, richtig fies. So, jetzt muss ich halt nochmal den ganzen Weg hier außen rum gehen. Aber ist nicht so schlimm, passt schon. So, was könnte hier die Bonusaufgabe sein? Also, ja gut, ich hab's ja schon gesagt. Wieder nur, weiß ich nicht, 4-mal... Nein, na fuck, jetzt bin ich runtergefallen, ich bin so dumm. Wieder nur irgendwie 4-mal die Dinger verschieben. Wir können schon mal zählen, wie oft man sie maximal verschieben muss. Wie waren die denn am Anfang gestellt? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Nein, oh Gott, Mann, lass mich halt da durch jetzt. Danke, okay. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die am Anfang positioniert waren. Aber ich vermute mal wieder irgendwie 4-mal oder so. Wir werden es ja dann gleich sehen. Ich habe auf jeden Fall deutlich, deutlich öfter verschoben. Aber es war mir auch egal in dem Moment. Ich wollte einfach nur das Level schaffen und die Edelsteine mitnehmen. Und wie oft wir wirklich verschieben mussten, das sehen wir ja eh jetzt. Nämlich wieder mal 4-mal. Okay. Gut, dann ist jetzt hier wieder so ein bisschen mehr Köpfchen gefragt als eh schon. Und wieder ein Münzminispiel. Das machen wir gleich. Ich will jetzt erstmal noch die Bonusmission hier machen. Okay, nur 4-mal berühren. So, wie sind sie denn am Anfang aufgestellt? So, okay, also den ersten, den muss ich schon mal berühren, oder kann ich hier hin? Ach nee, ich kann hier hin, okay. Das ist wahrscheinlich schon der ganze Trick, dass man den hier, weil normalerweise könnte man denken, ich müsste den rein und wieder rausschieben, und dann hätte ich schon 2-mal verkackt im Prinzip. Also dann hätte ich halt schon 2-mal das benutzt, und das sollte man aber eben nicht tun. So, den hier muss ich einmal... Und ich weiß schon, alle 4-mal, ja. Jetzt 2-mal. Dann 3-mal. Und
Viermal. Okay, und das war's schon. Das ist, glaube ich, wirklich der Trick, dass man denkt bei dem untersten, oh, den muss ich gleich mal am Anfang verschieben, um da überhaupt vorbeizukommen. Aber muss man in Wahrheit gar nicht. Man kann sich da so ein bisschen durchtricksen, indem man da so ein bisschen hochläuft und dann eben nach vorne runterfällt. Das ist, glaube ich, wirklich der ganze Trick an der Geschichte. Gut. Dann kommt jetzt noch das Münzminispiel. Da haben wir beim letzten Mal die Doppelkirsche genommen, deswegen nehmen wir jetzt die Spitzaxt. Oder Spitzhacke oder whatever. So, mal gucken. Ist es auch was Neues? Ja, ist es. Okay. Ah, ich kann mich hier durch... ja, dann mal los. Okay, ich will natürlich die Goldpilze mitnehmen, wenn es geht. Ich habe jetzt nicht alle erwischt, aber ist nicht so schlimm. Ja, verdammt, ich bin im Leeren gelandet. Okay, kann ich hier runterfallen? Nee. Das ist auch eine coole Idee. Man fällt so nach unten und muss halt sich aussuchen, was der beste Weg ist. Und so möglichst viele Goldpilze natürlich im besten Fall mitnehmen. Das ist auch eine tolle Idee. Okay. Dann machen wir jetzt zum Ende des Parts hin nochmal ein Super Mario 3D World. Achso, nee, Blödsinn kennen wir ja gar nicht, richtig. Wir brauchen ja da 90 Edelsteine. Oder brauchen wir? Ich glaube schon. Das können wir also noch gar nicht machen. Ja, Moment, wir brauchen 90. Ja, okay, dann geht's einfach ganz normal weiter. Mit dem nächsten Level für Toadette. Und das ist das folgende. Nämlich Level 8, wenig Licht und viele Geister. Was ein Titel. Wenig Licht und viele Geister, okay. Ja, aber ich habe ja Licht. Also Toadette hat Licht, deswegen kann ich die ganzen Geister ja einfach killen. Ja, und hier ist echt ein bisschen arg dunkel. Oh Gott, also hier jetzt die Edelsteine zu finden, wird ein Spaß. Und ich könnte mir ja fast schon vorstellen, dass eine Bonusmission ist, dass man keinen Buhu besiegen darf. Denn es wäre tatsächlich relativ schwierig, wenn die hier alle am Leben bleiben müssten. Aber ich besiege sie jetzt einfach mal. Aber wäre ich ein Entwickler, würde ich das so machen. Da ist ein Buhu-Bild. Oder? Da war doch gerade eins. Ja, hier. Hat es was zu bedeuten? Nee. Ich glaube nicht. So, ein paar Lampen stehen auch rum. Die sollen mir natürlich noch ein bisschen extra Licht machen. Aber hauptsächlich muss natürlich ich hier mit meiner Lampe das ganze Licht machen. Und der Anfang des Levels scheint so zu funktionieren. Das ist aber auch schwer zu sagen, dass ich hier durch muss. Und dann erstmal hier nach oben. Wenn hier nichts mehr anderes ist, aber das scheint nicht der Fall zu sein, okay. Ich sehe auch alle drei Edelsteine, das ist ganz gut. Also die sind nicht irgendwie megamäßig versteckt. Man sieht sie zumindest alle. Und der erste ist gleich mal hier in diesem Durchgang. Okay, der war einfach. Und der nächste ist da oben. Jetzt sehe ich nichts. Kann ich hier irgendwie... Nee. Ach, hier ist auch ein Durchgang. Okay, es gibt also zwei Möglichkeiten, hier nach hinten zu kommen. Alles klar. Beziehungsweise... Ach, ich hätte mich... Na, ich bin ja auch so dumm. Okay, ich hätte mich gar nicht unbedingt fallen lassen müssen. Man kann einfach zuerst den rechten Durchgang nehmen. Dann kommt man nämlich zum ersten Edelstein. Und wenn man diesen Durchgang hier nimmt, dann kommt man einfach weiter. Okay, 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 okay. Und hier ist der zweite. Der ist geschenkt. Ah ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Aber die kann ich sogar auch besiegen. Oder kann ich? Das ist aber nicht einfach, die zu besiegen, weil ich muss mich mit den... Oh, das ist überhaupt nicht einfach. Ich muss mich mit denen mitdrehen. Also die müssen... Oh mein Gott! Die müssen die ganze Zeit in meinem Lichtstrahl sein, was echt... nicht einfach ist. Aber die kann man besiegen, da bin ich mir ziemlich sicher. Jetzt warte nochmal. Oder doch nicht? Kann ich nur die Buhus besiegen? Wartet. Doch, ich kann sie besiegen. Okay, das wäre jetzt ein bisschen fies irgendwie, wenn man die alle besiegen müsste. Weil man muss die halt wirklich ziemlich lange in seinem Lichtstrahl behalten. Und das ist gar nicht so einfach, aber ich werde es einfach mal machen, weil die Entwickler sind Schweine, das wissen wir inzwischen. Deswegen kann das durchaus sein. Und wenn man es so macht und sich einfach nach vorne stellt, dann hat man ganz gut Kontrolle über Toadette, wie sie sich dreht, und dann ist es auch nicht so schwierig. Nein, ich habe den doch... Nein, Mann! Gott, verdammt. Okay, erst den einen. Erstmal jetzt auf den konzentrieren. Okay, und jetzt den hier. Vielleicht schaffe ich den jetzt hier auch noch. Ja, okay. Gut. Weiter geht's anscheinend hier oben mit der Treppe. Leiter meine ich, nicht Treppe. Und wir dürfen wieder drehen. Na toll. Ohne, dass ich was sehe. Ja, das ist ja witzig. Ja, ich muss den hier, glaube ich, zu mir drehen, weil alle anderen sind zu kurz. Und, ja, du... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, ich kill sie einfach beide gleichzeitig. Moment, was? Ah, die verschwinden. Was sind das denn für Schweine? Okay, das ist ein bisschen fies. Geht weg.
Lasst mich in Ruhe, werdet geblendet von meinem wunderbaren Licht. Sehr schön. So, dann fehlt nur noch der Powerstern und den kriegen wir hier. Noch mehr Buhus. Okay, vielleicht ist es auch doch alle zu besiegen. Oh Gott! Wie viel... Ja, hallo! Wie fies ist das denn? Hey, da will ich den einen gerade töten und dann kommt der andere Arsch. Mann, gemein. Okay, das war's. Es gibt auch hier nichts mehr zu finden. Nein. Okay, auch ein tolles Level und auch ein gar nicht mal so einfaches. Wegen vielen Gegnern und vielen relativ starken Gegnern. Mal gucken. Hier gab's einen Wonnerpilz? Was? Warum finde ich denn den ganzen Dreck immer nie? Mann, das gibt's doch nicht. Ein kleiner Tipp für fündige Abenteurer. Drücke B, um zum Titelbildschirm zurückzukehren. Dort kannst du bereits gespielte Episoden auswählen. Ja, das weiß ich doch schon. Vielleicht versteckt sich im ein oder anderen Level ja ein Schatz, den du noch nicht gefunden hast. Moment, hat das jetzt was zu bedeuten? Moment, Moment, Moment. Heißt das jetzt... Moment, meinten die damit einfach nur One-Ups und so? Oder wirklich auch... Gibt's jetzt hier was Neues? Außer die Bestzeit? Nee, ich sehe nichts. Okay, dann halt nicht. Er war, glaube ich, wirklich einfach nur so ein Tipp, dass man halt die Level nochmal spielen kann, wenn man will. Und keine Ahnung, wenn man jetzt wenige Leben haben sollte, was ich mich frage, wie das passieren kann. Aber wenn man wenige Leben haben sollte, dass man nochmal frühere Level spielen kann, die noch leichter sind. Und da vielleicht ein paar Münzen farmen kann oder so. Denke ich jetzt mal. So. Okay, wäre ich ein Entwickler, wieder einmal, dann würde ich den Wonnerpilz hier unten irgendwo verstecken, weil es hier halt einfach so mega dunkel ist. Mal schauen, ob ich mit dieser Theorie recht behalte. Wahrscheinlich ist hier irgendwie einfach ein Durchgang oder so. Ja, hier schon mal nicht. Ja, ja, das Ranzoomen ist hier nicht ganz so schlau, weil dann ist die Kamera oftmals ein bisschen blöd. Also ich glaube, irgendwo ist einfach ein geheimer Durchgang wieder mit einem Pilz, mit einem Wonnerpilz. Oder das Buhu-Bild hat doch irgendwas damit zu tun. Glaube ich aber eigentlich nicht. Ich wüsste nicht, was da sein soll. Nee. Nee, ich glaube nicht, dass da was ist. Oder ist hier unten doch kein Durchgang? Ich sehe jetzt auf jeden Fall gerade keinen. Nee, okay, dann offenbar doch nicht. Oder war hier oben was? Oh. Ach ja. Ach ja, ach ja. Das war ja wieder höchst schlau von mir, dass ich das übersehen habe. Okay. Ich bin dumm. Ich bin einfach nur dumm. So, komm her. Das ist aber auch echt fies. Da packen die den hinten. Na, verdammt nochmal. Da packen die den hinter mich, wo ich den gar... Oh mein Gott. Wie nervig sind die Kackviecher denn? Da packen die den hinter mich, wo ich den gar nicht sehen kann. Das ist echt fies, aber eine coole Idee. Da müsste ich mich eigentlich auch mal dran gewöhnen, denn in 2D-Jump'n'Runs, vor allem zum Beispiel in Donkey Kong Country, ist es eigentlich immer so, dass man an den Start des Levels gucken muss, also erst nach links gehen sollte, weil da in irgendwie gefühlt jedem zweiten Level was ist. Und hier ist es auch oft so, dass man am Anfang sich ein bisschen genauer umgucken sollte. Okay, dann haben wir hier... Dragadons Rache, das hört sich... Wir können mal noch freischalten, das Level. Das hört sich aber sehr nach einem Bosskampf an, nämlich wieder gegen den Typen hier. Aber offenbar diesmal ein bisschen anders und schwieriger, denn er will sich ja rächen. Das werden wir aber erst beim nächsten Mal sehen. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr gerne noch einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, vielleicht auch noch meinen Kanal abonnieren. Und hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn Dragodon seine Rache haben will, wir ihm aber auf die Fresse geben werden. Also, bis dann.